Experiment geht furchtbar schief. Explosion bei Wissenschaftsfestival. Rund 200 bis 300 Zuschauer haben sich auf dem Hof des Hauses der Kultur im katalanischen Girona versammelt. Gezeigt wird ein Experiment mit flüssigem Stickstoff. Es sind viele Familien und Kinder anwesend. Alle beobachten gespannt das nicht ganz ungefährliche Experiment. Und plötzlich passiert das, wovor alle Angst haben. Der Behälter explodiert. Eine weiße Rauchwolke schießt aus dem Kanister, dann hört man nur noch Schreie. Berichten zufolge sind bei der Explosion insgesamt 18 Menschen zum Teil schwer verletzt worden, darunter 10 Kinder im Alter zwischen 3 und 13 Jahren. Die Betroffenen hätten keine Verbrennung erlitten, seien aber mehrheitlich von Teilen des explodierten Metallkanisters getroffen worden. Ein Universitätssprecher versicherte, das Stickstoffexperiment sei schon öfter problemlos durchgeführt worden. Warum es diesmal zum Unfall gekommen ist, sei vollkommen unverständlich. Die katalanische Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.